Sag was. 1, 2, 3. Wir mussten natürlich erstmal die volle SD-Karte wechseln. So was Blödes, die ganze Wäsche ist nass. Verzeih mir, mein Schatz. Was? Du fühlst sie schon? Nochmal. Geht nicht an. Ach so. Hallo, liebe Community. Hallo, liebe Rasenfreaks. Hallo, lieber Zuschauer. Immer ein ganz neuer Anfang hier. Der Rasenfreak und seine liebe Frau sind zurück aus dem Urlaub. Ja, wir haben tatsächlich, und ihr habt euch vielleicht schon gewundert, wir haben nämlich tatsächlich 4 Wochen Urlaub gemacht. Wir waren den ganzen Mai in Amerika, haben uns einen Traum erfüllt und haben eine Rundreise gemacht. Und deswegen haben wir hier überhaupt nichts gemacht auf der Rasenfläche, logischerweise. Mein lieber Nachbar hat gemäht, das habe ich ja so ein bisschen bei Instagram schon gepostet. Und jetzt sind wir wieder da, gestern zurückgekommen, gestern Abend. Heute noch ein bisschen Jetlag, unrasiert und fern der Heimat bin ich auch noch. Aber völlig egal, ich wollte euch jetzt mal ganz kurz, mal gucken, wie kurz ganz kurz ist, zeigen, wie es aussieht. Zeigen, wie meine Rasenflächen aussehen nach 4 Wochen. Es hat am Anfang wohl noch ein bisschen geregnet im Mai und dann hat es aufgehört zu regnen. Es ist auch relativ warm geworden und es war sehr windig hier. Und deswegen ist tatsächlich, wie wir jetzt gleich sehen, ein großer Teil der Fläche schon relativ stark vertrocknet. Was habe ich als erstes gemacht? Ich habe mal die Bewässerung in Gang gebracht. Und da hat sich natürlich jetzt gelohnt, dass ich die Box erneuert habe, dass ich hier die Beregner installiert habe. Das habe ich ja gezeigt im Video. Das waren so ein bisschen die Videos, um diese 4 Wochen zu überbrücken. Deswegen gab es auch nur einmal in der Woche ein Video. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt geht's los. So richtig mit ganz vielen Themen. Und es ist natürlich wieder windig beim Rasenfreak. Aber völlig egal. Kommt mit. Schaut an, was wir hier ja, selbst so erlebt haben. Und viel Spaß dabei. Yeah! Ja, so fangen wir mal mit dem Abschlag an, da standen wir ja eben schon vor. Ich hatte ja gesagt im letzten Video, es ist überhaupt kein Unkraut gekommen. Und jetzt hatte ich den Mutterboden, den Sportplatz-Mutterboden hier draufgebracht. Ganz zum Schluss alles schon glatt gezogen und vorbereitet. Und jetzt kommen wir nach 4 Wochen wieder und es ist doch mächtig hier was aufgelaufen. Und der Boden ist sehr stark ausgetrocknet. Trotzdem sind hier einige Unkräuter aufgelaufen. Die werden wir jetzt alle wahrscheinlich von Hand rauszupfen und die Fläche jetzt in den nächsten Tagen kontinuierlich wässern, damit sie feucht wird, damit wir dann auch einsehen können. Das kommt natürlich jetzt in nächster Zeit auch. Das Einsehen, die Neusaat hier auf dem Abschlag, seht ihr in einem der nächsten Videos. Also so sieht es hier aus und jetzt gehen wir mal weiter. So, ja, hier unser Durchbruch. Also was man hier schon sieht, ist auch wieder dieses große Problem mit der Trockenheit hier. Hier war ja, haben wir ja vor langer Zeit einen ganz, ganz sandigen Boden hier aus dem Wall genommen, einfach hier raufgeschüttet. Der war jetzt extrem sandig. Und man sieht hier im Bereich des Baumes ist es ein bisschen grüner, weil der Schatten da schon ist. Und hier in diesem schmalen Durchgangsbereich ist das Gras schon fast zu stark vertrocknet. Hier wird es wieder ein bisschen besser. Interessanterweise, weil hier der Boden einfach besser ist, weil wir auch hier mehr aerifiziert haben. Ich bin mit dem Aerifizierer immer nicht da reingefahren, sondern eher hier mal an diesem Durchbruch vorbeigefahren. Das sieht also gar nicht so schlecht aus, aber hier die kurz gemähte Fläche, die ist doch schon ganz schön vertrocknet. Und was man tatsächlich auch hier leider überall stark sieht, auch gerade hinten auf der Fläche und überall in den Randbereichen, ganz, ganz viele Poa-Anua-Blüten. Ich hatte mir mal irgendwann vorgenommen, ich werde nie wieder über die Poa-Anua reden, aber es geht nicht anders. Ich muss dieses Lieblingsgras von mir erwähnen. Hier habe ich den Sprenger schon frei gemacht. Der war völlig zugewachsen. So ein bisschen frei gemacht, damit er hier auch sprengen kann. Die Quecke hier, noch ein paar ganz kleine Queckennester. Diese dickstielige Quecke oder Quecke, egal, haben wir immer noch hier, aber nicht so schlimm.
nicht so stark ausgebreitet wie früher. Die ist ein bisschen zurückgegangen. Die mag eben den kurzen Schnitt nicht. Und deswegen kann man sie eigentlich ganz gut im Griff behalten. Hier auf der Fläche haben wir überall Trockenstellen und Ameisennester. Hier sind hier schon richtige kleine Hügel entstanden. Ameisennester leider an vielen Stellen. So, weiter geht's. Wir mussten natürlich erstmal die volle SD-Karte wechseln. Ja, was man jetzt hier ganz besonders gut sieht, und ich laufe hier mal so ein bisschen rum, und man sieht es gerade besonders hier, ich hoffe, es kommt auf dem Film gut raus, wie das Gras liegen bleibt. Mein Nachbar hat das jetzt ein bisschen rauswachsen lassen, damit ich hier gleich schön mähen kann. Und das Gras ist jetzt so an der Trockenheitsgrenze, dass es eben nicht mehr die Kraft hat, sich auszurichten, dass es liegen bleibt. Das ist der Moment, den man eigentlich gar nicht erreichen sollte. Jetzt muss das Gras dringend bewässert werden. Und was man eben sehr schön sieht, ist, dass die Poa Annua hier zwischen ganz braun ist, die Blütenstängel auch schon total vertrocknet sind, dass die Poa Annua das natürlich am wenigsten ab kann. Wir haben ja hier die Stickstoffdüngung ganz stark reduziert, um die Poa Annua zu quälen. Jetzt noch die Trockenheit. Huch, und die Amsel. Hängefeder, da ist sie wieder. Gibt's das? Hast du sie? Film sie mal. Da, komm her. Hängefeder, unsere kleine Amsel. Ja, komm. Tack. Die ist so zutraulich, die muss seit Jahren hier schon bei uns leben und fühlt sich hier richtig wohl. Da ist sie. Ich hoffe, ihr seht sie auf dem Film. Wo war ich denn jetzt? Ja, bei der Poa Annua. Ach, das wollten wir ja gar nicht mehr erwähnen. Ja, also Wassermangel. Dadurch eben die erste Pflanze, das erste Gras, was vertrocknet. Und der Stickstoffmangel hat das Gras sichtbar geschädigt hier. Aber auch die anderen Gräser sehen nicht gut aus. Was mich am meisten enttäuscht, ist tatsächlich die Festuca. Wir hatten ja hier sehr viel Festuca nachgesät und die fand diese Trockenheit auch nicht gut. Das sehen wir ganz besonders jetzt an der Südkante und dann gehen wir jetzt mal hin. Ja, wir haben hier jetzt schon Schatten von der Eiche. Aber was man hier eben sehr schön sieht, ist, wie hier gerade an der Südkante, gerade hier in diesem Bereich, auch hier zum Beispiel, das feine Gras, die Festuca, doch sehr, sehr stark vertrocknet ist. Und was interessanterweise nicht vertrocknet ist, ist hier tatsächlich die Lolium und hier auch ein bisschen breitblättiger. Ich müsste jetzt lügen, ob ich es wirklich erkenne, das auf jeden Fall hier. Und die Pratensis, die sieht noch ein bisschen besser aus und die Festuca sieht tatsächlich am schlechtesten aus. Und das hat mich echt extrem geschockt. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass doch die Festuca, die ja auch sehr trockenheitsresistent sein soll, das hier auf meiner Fläche jetzt nicht wirklich ist. Puh. Wie sage ich immer so schön, ist ein einziges Drama. Ja, man sieht natürlich auch hier Unkräuter, die jetzt hier durchgekommen sind. Ich habe jetzt leider vergessen, wie dieses Zeug hier heißt. Weißt du, wie das heißt? Nee, ne? Das interessiert mich auch eigentlich nicht. Also dieses Unkräutchen hier, das hat sich hier relativ stark ausgebreitet auf der Fläche. Lässt sich relativ leicht ausreißen. Aber das ist nicht so schön. Das scheint sich sehr, sehr gut hier zu vermehren und scheint sich auch wohl zu fühlen. Im Gegensatz zu meinen geliebten Rasengräsern. Ja, was haben wir noch? Ja, die Stängel. Die Stängel der Lolium perenne. Die zeige ich euch als nächstes. Oh, shit. Ah, nee. Ah, vergessen. Alles hin. Ah. Shit, ich habe die Messung angemacht. Meine Frau hat die Wäsche aufgehängt. Oh nein. Ich lasse das jetzt drauf. So was Blödes, die ganze Wäsche ist nass. Verzeih mir, mein Schatz. Ja, ich wollte eigentlich die Stängel für den Lolium perenne zeigen. Und das sieht man hier ganz besonders gut. Auch wenn du jetzt mal flach hier rüber filmst, sieht man also hier, dass die Lolium ganz stark ihre Blütenstängel ausgetrieben hat. Und mein Nachbar hat nicht mit dem Sportman mähen können, der ist leider immer noch kaputt.
sondern mit dem Sichelmäher, mit meinem John Deere. Sichelmäher mit Walzenantrieb gemäht. Und der hat es nicht geschafft, diese Stängel, weil die so hart sind und so borstig, hat es nicht geschafft, diese Stängel hochzuziehen und abzumähen. Die liegen auch sehr flach, sehr gespreizt. Man kann die so rausziehen und hochziehen hier aus dem Rasen. Das ist tatsächlich nur ein temporäres Problem. Der Lolium perenne, dem deutschen Weidelgras, das ist nur eine kurze Phase. Dann werden diese Blütenstängel wieder abgeworfen und dann ist das Gras wieder schön. Aber das sieht jetzt gerade nicht schön aus. Wenn man jetzt hier mal so rüberpeilt, ich hoffe, die Kamera nimmt das auf, dann sieht man, wie hier auf der ganzen Fläche diese Lolium perenne Stängel hier rausgucken. Man kann das wunderbar sehen hier, wunderbar. Und sie auch teilweise schon ihre ersten Blüten zeigt. Ja, da werde ich jetzt mit dem Groomer mal rangehen. Da werde ich jetzt meinen E-Flex nehmen und den Groomer tatsächlich brutal ein bisschen tiefer stellen. Auch hier total flach. Total flach. Und der Groomer wird dann hoffentlich diese harten Stängel mit abschneiden oder zumindest hochreißen. Man könnte auch lüften mit einer Lüfterkassette und dann nochmal rübermähen mit dem Sichelmäher. Ja, da muss man jetzt ein bisschen Arbeit hier reinstecken, damit das wieder gleichmäßiger aussieht. Ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Ja, im Gegensatz dazu, es ist kalt. Wir hatten es in Amerika schon 35 Grad, in Las Vegas 35 Grad. Unfassbar warm, so ein heißer Föhn. Da gab es natürlich kein Gras, nur auf den bewässerten Flächen. Und viele Golfplätze gab es, unfassbar viele Golfplätze. Ich wollte eigentlich dieses Thema USA jetzt nicht in irgendeinem Video verarbeiten. Das ist unsere eigene Sache. Ja, mal gucken. Aber da gab es natürlich auch ein paar tolle Dinge zu berichten. Hier unsere immer noch vorhandene natürlich Agroste Stolonifera Fläche. Die hat auch stark gelitten. Die ist sogar, ja, interessanterweise so richtig rötlich-bräunlich geworden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Film gut sieht. Also wirklich sehr, auch eher Festuca noch hier, aber auch sehr rötliche, bräunliche Flecken. Also die hat sowohl den Düngermangel nicht gut vertragen, die Agroste Stolonifera, wie auch die Trockenheit nicht gut vertragen. Und dann sticht natürlich jetzt hier so ein Lolium perenne, ne, horstbildendes Gras, so ein Lolium perenne Nest, das sticht natürlich hier voll hervor. Unglaublich. Und woran erkennt man es, die Lolium perenne? Ganz einfach an der glänzenden Blattunterseite, diesem Kiel und der gerieften Blattoberfläche. Also ganz klar Lolium perenne als drittes Merkmal. Wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, so hier so ein bisschen rötliches, hier sieht man es ganz schön, ein bisschen rötlichen Blattgrund, also das Anfangsblatt, hier sieht man es ganz gut, ist so ein bisschen rötlich. Auch hier sieht man es eigentlich relativ gut. So die rötlichen Stiele unten, das ist die Lolium perenne. Und das hier, ja, das ist Löwenzahn. So. Filmst du noch oder ist? Nein, filmst du immer noch. Filmst ein durch heute. Ja, soweit. Jetzt natürlich noch die letzte Fläche, wo die Wäsche hängt. Gehen wir wieder in die Sonne. Sieht alles gleich viel freundlicher aus. Die ist auch nochmal richtig verkrautet jetzt hier. Gerade ganz besonders hinten, wo es wohl ein bisschen schattiger, ein bisschen feuchter war, ist sie sehr, können wir mal kurz durchgehen, sehr krautig. Hier auch das ganze Beet, alles versaut. Unsere Amberbaum ist ausgeschlagen, das hatten wir auch noch nicht gesehen. Der ist grün geworden, wunderhübsch. Und hier ist es echt, echt übel. Mit dem Unkraut. Scheint also eine ganz bestimmte Unkrautart zu sein. Weiß ich nicht, sieht aus so wie Sauerampfer oder keine Ahnung. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ach ja, und was natürlich noch extrem ist hier, die Fläche ist völlig ungemäht geblieben. Und hier ist das Gras natürlich schon richtig, richtig hoch. Wenn man so richtig rein hier, das ist so tief. Wahnsinn. Hier müssen wir jetzt mit der Sense ran und den ganzen Wall hier befreien. Also da kann man mal sehen, was passiert, wenn man
das Gras einfach rauswachsen lässt. Hier überall schön die Blüten herrlich von diesen Gräsern hier. Könnte man jetzt gut bestimmen, mache ich aber nicht. Also das ist natürlich irre, wie das hier rausgewachsen ist. Ja, also viel Arbeit beim Rasenfreak. Wir sind froh, wieder hier heil und gesund nach Hause gekommen zu sein. Es war eine unfassbar tolle Reise mit einer unfassbaren Landschaft, Natur. Das war das Besondere, was wir sehen wollten. Nicht die Städte, die mögen wir nicht, sondern die Natur, die Nationalparks. Und jetzt haben wir hier unsere Natur wieder, unsere Rasenflächen, die manche ja nicht als Natur ansehen, nicht als natürlich ansehen, sind sie auch nicht, aber sie sind wunderschön, gepflegte Rasenflächen. Ich liebe das und deswegen haben wir diesen Kanal und deswegen bin ich der Rasenfreak. Ja, ach so, genau hier, das können wir auch nochmal sagen. Natürlich hier, ach so, du filmst immer noch, gut. Ja, mein Grün, weil eben der Sportman nicht funktioniert hat, musste ich jetzt rauswachsen lassen. Das konnte ich mit meinem Nachbarn nicht zumuten, dass er jetzt hier irgendwie nochmal umstellt und diese Fläche irgendwie mit dem Sichelmäher kurz mäht, hätte auch nicht funktioniert. Unter 15 mm ist also schon Sichelmäher ein Problem. Da hätte man ein Spindelmäher haben müssen. Er wollte mit meinem E-Flex nicht arbeiten. Der war auch jetzt nicht eingestellt auf diese kurze Fläche. Auch sehr umständlich zu bedienen, das Ding hier auf so einer kleinen Fläche. Deswegen haben wir gesagt, okay, lassen wir rauswachsen und müssen wir jetzt natürlich wieder hier nach und nach, vorsichtig, Schritt für Schritt tiefer mähen. Ganz wichtig eben, das tiefer mähen bei solchen herausgewachsenen Flächen. Ganz wichtig ist, dass man das ganz geduldig, ganz langsam tut. Ich sag mal, wirklich in Wochenrhythmus immer so ein paar Millimeter tiefer gehen, weil sonst wird das Gras auch kaputt gehen letztendlich. Genau, so, okay. Bin jetzt gerade aus dem Konzept gekommen hier mit meiner schönen Grünfläche. Es ist irre. Was tun wir? Natürlich, das Allerwichtigste ist wässern. Wir müssen jetzt hier einfach wieder erstmal stark bewässern, damit sich das Gras regenerieren kann. Ich habe vor ziemlich genau 6 Wochen das letzte Mal gedüngt. Muss also jetzt sofort wieder düngen. Die zweite Düngung mit Dünger von Grasshopper. Ich muss gleich wieder Werbung hier einblenden. Von Grasshopper. Zweite Mal düngen. Was ich dann auch machen werde, jetzt vielleicht noch heute Abend, vor allen anderen Dingen, ich werde hier tatsächlich ein Wetting Agent verwenden. Also ein Mittel, um die Wasserdurchlässigkeit gerade von sandigen Böden zu verbessern. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme jetzt, weil dieser stark vertrocknete Sandboden hydrophob wird, das heißt Wasser abstoßen wird. Okay. Ja, also das kommt jetzt hier gleich drauf, das Zeug. Das ist ein Wetting Agent von CompuKick. Und dann haben wir eine gute Wassereindringfähigkeit des Bodens und dann wird heute Abend und heute Nacht die Bewässerung gut vom Boden gleich aufgenommen. Dann morgen vielleicht schon düngen. Ja, wahrscheinlich. Also gleich dann den Dünger drauf, weiter wässern die nächsten Tage. Nicht übertreiben mit der Bewässerung. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, 2-mal die Woche mit ungefähr 17. Kommt immer darauf an, was denn. Ich habe es eingestellt. Oder er rechnet, es müssten 17 Liter pro Quadratmeter sein, 2-mal in der Woche, das ist schon relativ viel, damit die Fläche sich jetzt schnell wieder regenerieren kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann natürlich die Neuanlagen müssen endlich eingesät werden, habe ich schon gesagt am Anfang. Das wird Zeit, dass da wieder richtiger Rasen wächst und nicht Unkraut. Ja, und dann wird es hoffentlich bald wieder schön beim Rasenfreak. So, jetzt bin ich am Ende mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt also wieder Action beim Rasenfreak. Es wird auch wieder wahrscheinlich ein paar mehr Videos geben. Aktuelle Videos. Wir haben jetzt, glaube ich, den 1. Juni, habe ich gar nicht erwähnt. 1. Juni waren tatsächlich die kompletten 4 Wochen, den ganzen meine ich da. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, auch hier meine Sachen euch zu zeigen. Ja, und deswegen machen wir das ja, um zu unterhalten, um Spaß zu haben und natürlich, um auch ein bisschen was über Rasenpflege zu lernen. Ich hoffe, das kommt rüber. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.